bisschen mehr bist. Ein guter Booty dreht sich vor mir. Schau das so, jetzt so ganz leicht hin und her schenken. Ah, Grunzi! Was will denn der schon wieder? Das ist, aber der hat cool ausgeschaut. Was war denn das für eine Farbe? Helle Rosa? Ja, es Grunzi. Oh, jetzt ist er schon wieder weg. Schöner Kurs. Ja, der Kurs jetzt ist perfekt. Jetzt ist er perfekt. Kann man sich ja nicht mehr wünschen. Wunschlos glücklich. Das hört man gerne. Ach so, langweilen wir dich, Nana? Ha? Ja. Was tust du? Grunzbärt. Dieses Schwein in Form eines Megalodons. Ich meine. Ich finde es schon lustig, wie der Bein einfach durch deinen Rock durchsteht. Es ist halt ein besonderes Extraloch. Luftiger. Wo ist er denn der Grunzbärt? Hinter uns. War ja zumindest gerade. Da ja, genau, da ganz hinten. Der kommt uns nicht nach, der Junge. Ist schon alt. Ein bisschen mehr Westen, please. Ja, bin dabei. Wenn nicht sogar stark Westen. Okay. Aber wir kommen da jetzt, glaube ich, zu Shipwreck Bay. Na, jetzt weich mal gerade Shipwreck Bay aus. Jetzt sind wir wieder auf perfekten Kurs. Shipwreck Wieso kommt Grunzi immer, wenn wir gerade Musik spielen? Ich würde auch nicht wieder mitmachen. Vielleicht gefällt er unsere Musik einfach. Wo ist er denn, der Gute? Dort! Boah, hey, warte mal! Geisterschiff! Ach nee, schon wieder! Was? Das Bündnis des schrillen Schädels? Ist das ein weißer? Ist das ein weißer? Er schaut irgendwie grün. Das ist ein weißer! Nein, das ist ein grüner. Das ist ein grüner. Oh, okay, der hat gerade so weiß ausgeschaut. Ja, oh mein Gott. Seine Schwanzspitze hat so weiß ausgeschaut. Der hat eine ganz eigene Musik. Jemand? Ah, okay. Hast du den schon mal gesehen, oder was? Nein, aber Gaius hat gesagt, der hat eine ganz eigene Musik. Ah, okay. Mau, oder? Mit so einem Wellengang kann ich nicht arbeiten. Boah. Ich kümmere mich mal um. Ah, ich bin umgesprungen. Also der Grund, sie haut uns an oder gegen. Oje, unser Segel ist umgekippt, gell? Ja, ja, ich kümmere mich drum. Ich repariere unten. Ja, wir haben gerade zwei Geisterschiffe hinter uns. Jupp. Wir sind wieder in irgendein Bündnis hier geraten. Ich bin gerade irgendwo. Ich muss mal mehr Jungfrau. Hallo? Hallo? Frau mehr Jungfrau? Ich repariere schon. Ja, da ist. Hä? Alter, mein Spiel ist gerade ein bisschen Gugu Gaga. Gugu Gaga? Wollen wir vielleicht einfach von einer Wicker fahren?
Mach mal eigentlich gerade so irgendwie eh so nebenbei. Hart. Achso, warte, ich lenk schon ein. Kein Holz mehr. Wir haben gerade sehr. Warte, keine. Gerade sehr wertvolle Fracht. Achso, der ist aber schon repariert, der Mast. Nein, nein, der. Der. Ding. Achso. Unten haben wir eh keine Löcher, passt. Diese Geisterschiffe müssen sich auch immer einmischen. Wir müssen ein bisschen weiter südwestlich. Ja, also ja, bin ich schon dabei. West-Südwest, würde ich sagen. Ja, perfekt. Warum ist die Musik nur so arg? Weil wir noch verfolgt werden davon. Steuerbord, bitte. Bitte stopp! Das geht aus. Das geht ja aus. Wir fahren direkt auf am Start. Das geht sich nicht aus. Ich weiß nicht, was du meinst. Das ging sich doch. Es war aber noch ein Loch, oder? Nein, hier ist nur irgendwo da. Nein, wir haben scheinbar uns versunken. Ah ja. Nice. Okay. Wir sind schon wieder überhaupt nicht mehr auf Kurs. Ich lenke gerade ein, Madel. Okay, okay. Doch, wir sind voll gut auf Kurs. Ja, ja, jetzt wieder, weil Kiwi schon gelenkt hat. Wir hatten eine kleine Verzögerung mit unten. Ah ja, ich glaube, da vorne sehe ich ihn schon. Den Kollege. Was ist das für eine bedrohliche Umgebungsmusik? Das ist, gefällt mir gar nicht. Klingt nicht sehr nett da. Das gefällt mir gar nicht. Das ist mit der Musik erst. Ah! Zu bedrohlich. Ach so, als ob gleich der Kraken kommt. Vielleicht ist das der fliegende Holländer? Ja, voll. Hab ich mal gerade gedacht. Aber wie können wir den sägen? Hallo, komm jetzt runter, Herr fliegender Holländer. Wie, ja, aber wie er fliegt. Wir ich glaube, die Burning Crusade, oder wie heißt das? Grunzinger. Oder irgendwo. Ach nee, jetzt hört's einmal auf mit eurer Geisterschiffe. Das ist ja peinlich langsam. Aber der Außenposten ist direkt vor uns. Ja, müssen ein bisschen die Segel einholen. Frisch. Oh mein Gott, das spawnt in uns, das Boot! Ah ja. Hey, aber ist das der fliegende Holländer? Alter, ist das der fliegende Holländer? Nein, ich glaube, das schaut nur anders aus, weil... Das müssen die Burning Crusade oder so heißt das Schiff. Aber die Segel haben, glaube ich, gerade nur so orange ausgeschaut wegen dem Licht, oder? Na, die waren so orange. Da hinten ist ein gelber Grunzi, das habe ich auch noch nie gesehen. Aber ist mal neu. War das nicht der grüne, den wir gerade gehabt haben? Da war jetzt ein knallgelber, so. Ach so. So. Puh, das war jetzt aber ein ganz schön stressvolles Anpacken. Okay. Nimmst du den Stamm mit, Caro? Ja. Alles trocken unten. Dann schwimme ich schon mal rüber. Gut schwimmen. Blub, blub, blub. Hallo. Servus, die Wadeln. Wir haben es geschafft. Okay? Ja. No, where such leave those ephemeris charms? Oh, it's you! My spyglass! Oh, a fine keepsake. Grunzi! Pretty gem of yours in return. Hey, old Suds won't forget. Lass du unser Boot in the glowing eyes, man, angry at him. Der Glühaugenmann. So many secret stars. Declination 22. Need to come.
Okay. 8000? Na, servus. Das war's jetzt. Also, nur irgendwelche komischen Sachen gesagt. Für das haben wir jetzt extra hergekommen. Die 8000, ja. Scheinbar. Kann ich mir jetzt nicht das bei dir kaufen? Oh, der hat wirklich Sachen. Hey, oh. Der hat einen Arm. Erhabener Haken des Admirals. Oh. Oh mein Gott, ich kann mir einen Handschuh kaufen. Cool. Mhm. Der Schiffsratte. Okay, das haben wir das schon gemacht. Okay. Ja, dann würde ich sagen, wir flitzen nur zu am Außenposten, damit wir unser Ding nur abwählen können. Damit wir noch ein bisschen Geld kriegen, dann geht ins Bett. Klingt noch am ausgezeichneten Plan. Wo ist denn der nächste Außenposten? Port Merrick. Das ist glaube ich der nächste. Ja, also mehr oder weniger Westen direkt. Ei, ei! Mag mich schwer harmonisieren von hier oben. Ja. Okay. Dankeschön. Ich schätze, wir werden jetzt nur mehr gegen das Schiff kämpfen müssen, oder? Oder gegen Grunzi, weil der sich wieder so aufdringlich macht? Welche da Richtung? Genau, Westen? Ah ja, Westen. Das sieht man ja schon. Da hinten leuchtet Grunzi neongelb im Wasser. Ja, jetzt haben wir wieder Gegenwind. Das ist ja nervig. Aber es ist zum Glück nicht weit bis dorthin. Ein PvP-Schiff zu unserer Rechten. Wir haben sogar noch ein paar Schatztruhen, das habe ich wohl verpasst. Ah. Oh, ich schicke da gar nicht. Da, vorne bei uns. Nein, mein PvP-Schiff. Ach so, auf der Karte. Ach so, okay. Direkt beim Außenposten Sanctuary weggefahren. Da fahren wir ja nicht hin. Wo fahren wir hin? Port Merrick. Da kann man Sachen verkaufen? Ja. Ja. Das ist ja was für eine große Hafenstadt. Ah, okay. Krass, krass, krass. Es könnte sein, dass wir das PvP-Schiff gerade verpassen. Das ist ausgezeichnet. Worüber denkt unser Kapitän nach? Wie ich dieses Piraten-Outfit machen kann und mit nach Österreich nehmen kann. Ah! PvP-Schiff zu unserer Rechten. Stein zu unserer Rechten. Mark. Ja, die fahren auch direkt dorthin. Ist das ein PvP-Schiff? Wir steuern auch direkt auf sie zu. Okay, ist kein PvP-Schiff, ist ein normales Gegnerschiff. Vielleicht wollen sie mit uns Party machen. Nein. Da haben wir Feuerwerk? Schießt Feuerwerk? Voll. Haben wir Feuerwerk? Ich habe voll viel Feuerwerk extra eingesammelt. Nice. Deshalb bist du unser Captain. Ich bin kein Captain. Juhu. Nehmen Sie ein Zufriedensangebot an. Sollen wir die weiße Flagge? Ich kann mal die weiße Flagge hissen. Also Megalodon-Feuerwerk wartet. Mein Ziel ist genau gar nicht mehr. Oh. Segel davor. Oh, es ist schön, ein weißes Lichtsignal. Er gäst jetzt alles, was sie haben. Ich hab die weiße Fahne gehisst. Aber weißes Licht hast wahrscheinlich auch weiße Fahne. Mm. Vielleicht wollen sie eine Karaoke-Party mit uns in der Bar machen. Ich hab so viel Feuerwerk, das hat keiner mehr. Okay, das war's. Ah,
Das ist ein schönes Feuerwerk. Hast du gut gemacht. Das ist echt super. Dankeschön, danke. Das ist ja fast das, was ich wüsste. Pfui! Kann man Segel einholen? Kommt doch gerade schon wieder ein Geisterschiff. Fahren wir rundherum zum Herrscherturm oder wo fahren wir hin? Ah ja, gute Idee. Ja, der also ist der ist direkt vor uns, glaube ich. Ist das nicht der Leuchtturm da? Nein, also links da. Achso, ja, okay. Das habe ich gemeint. Wo standen die anderen jetzt hin? Die sind vielleicht reingefahren. Ja. Nein, die sind reingefahren in den Hafen rein. Achso. Ein bisschen Steuerbord bitte. Mehr Steuerbord bitte. Sehr schön, sehr schön. So, Ankerbüte. Jawohl. Passt, ich glaube, jeder nimmt eine Sache und dann hat sie. Achso. Dann nicht nur drei. Passt. Und dann unbedingt die Goldflagge abwählen. Okay, da ist eine Kiste für dich. Dankeschön. Ja, schau, es sind genau drei Sachen. Perfekt. Perfekt. Als hätten wir es gezählt. Okay, ich renn gleich zum Goldmann. Wo ist der? Ich folge dir. Ich glaub, der ist genau auf der anderen Seite irgendwie, oder? Ah, da. Der hat gleich ein eigenes Haus. Also. Nein, da verrückt mich so. Achso, da. Da ist einer von denen. Bin ich da mit drin. Da nicht hochklettern? Das ist keine Leiter? Doch. Okay. Jetzt sind wir nur auf einen Krog, gell? Oh, ist einer von den anderen. Der Koksjart. Der Goldkapitän. Hallo. Die schaut ja cool aus. Die hat die Papageien-Dings an. Die hat ihre ganzen Schätze ins Wasser gehauen. Warum? Ja. Ich glaube, sie ist hier alleine unterwegs. Keine Ahnung, aber warum bewegt er sich nicht mehr? Vielleicht hat es gerade irgendein Ladeproblem. Lass uns mal das Schiff reparieren. Ich gönn uns das mal. Irgendwie wirkt es, als wäre die gerade AFK. Sehr. Passt. Aber man sieht sogar auf der Fahne drauf, wie viel Fortschritt man bei den Goldhändlern schon hat. Cooles Design. Das ist das nicht auch so ein Papageienmantel, was sie hat? Ja, genau. Das cool. Ist der normale Papageien-Ding. Ich hab den Nachtschatten-Papagei. Schauen wir uns mal hier schief an. Hä? Ja, warum abgeschlossen? Aha. Was ist denn hier los?
Das ist ja ein cooles Steuerrad. Ah, das schaut fancy aus. Nur die hat auch wilde Zeiten durchgemacht, da sind auch einige Lächeln. Gar nicht dekoriert. Das ist sicher, Mann. Können wir es dekorieren? Ich würde gerne. Ich glaube nicht, oder? Ah, schade. Nein, leider nicht. Schöner Fall, sie kommen jetzt zurück aus dem AFK-Modus und da fahren wir es einfach viel leider für mich. Und ich sitze ja. Was ist denn das? Oh. Ungarisch Platscher in Mark. Ah, sie steht immer nur da oben. Hm. Weird. Warum? Beweg dich! Hallo! Ja, ich glaube, wie gesagt, dass der auch hier AFK ist. Vielleicht ist sie. Verkaufst du jetzt ihre Schätze? Na, der lag da drüben, da bei diesem Haufen da. Ah, okay. Aber ich vielleicht ist ja einfach so ein kleiner, 12-jähriger Bub. Und seine Mama ist gerade einer gekommen und schimpft. So, ich werde jetzt auf jeden Fall mal den Stream beenden. Also sag's tschüss YouTube und tschüss, tschüss. Twitch. Tschüss alle. Bye bye. So, Leute, und servus. Warte, warte, warte. Ha? Beweg dich noch nicht. Okay, okay. muss ich Angst haben? Ja, musst du. Ich hoffe, das hat jetzt im richtigen Moment fotografiert. So. Das ist so scary. Wow! Nano, du bist so verschmolzen. Vor allem gerade hat es so ausgesehen, dass mit Nana aus deinem Haus rauskommen. Ich hab einfach so einen Hunger gehabt, ich hab Nana gegessen. So. Zu viel Knoblauchbrot. Ich meine, was die Naan heißt ja Brot. Und vielleicht habe ich einfach mich verlesen. Hab gesagt Nana, okay. Ich bin, die Knoblauch-Nana. Ich bin doch immer ein bisschen gestört von dieser Knoblauchbrotzeit, das kann ich euch sagen. Ich, oh, ich liebe Knoblauchbrot. Knoblauchbrot ist das Beste. Das habe ich mir auch gedacht. Und dann habe ich 3 Monate fast nur jeden Tag Knoblauchbrot gegessen. Weil ich mir nichts anderes leisten kann. Oh Mann. Hey, da liegt ja eine Lagerbrust. Lagerkiste einfach so. Und was haben wow! Wir denn die ist ja voll. Voll, voll. Sollen wir bei dem Ding weitermachen? Ja, können wir mal gerne. Wenn machen. Ihr da. Ich gehe schon mal wieder und stimme für die Goldflagge ab, oder? Oder sollen wir da einen Seelenorden machen? Weil war das nicht was für ein Seelenorden? Wir haben irgendwie beides bekommen. Also. Was sollen wir denn? Was sollen wir machen? Was du magst, wirklich. Wo du dich gut fühlst. Eigentlich gar nicht so viel, glaube ich, gell? Wir haben eigentlich ja nur so auf dem Weg welche gefunden. Und relativ viel Schädel. Mach mal Seelenorden halt. Mach mal mit Köpfchen. Boah, diese Lagerkiste ist so randvoll. Ich weiß nicht, wer die da hat einfach liegen lassen. Es sind, glaube ich, so 300 Kanonenkugeln drin. Oha. Ja. So, wo ist denn da jetzt eigentlich? Ach so. Ja, sehr. Schau mal. Schau mal. Oh, ist der groß. Den hast du selber gefangen? Na, den hab ich gefunden. Den hab ich gefunden. Wer weiß, wie alt der schon ist. Riecht doch gut. Der ist, glaube ich. Ich glaube, der ist gekocht, oder? Das steht da. Na. Ich sollte wirklich dabei stehen, ob er roh ist oder gekocht, finde ich. Folge! Weil der sieht so braun aus, aber vielleicht ist er einfach nur so gebräunt. Groß gebräunt und gut aussehend. Oh, weißt du, das erfreut mein Herz immer so hart, wenn man eine SpongeBob-Referenz macht und jemand versteht das. Das ist so. Ja. Ach, sind meine Leute. Das ist. Meine Leute. Wir haben jetzt beim Orden die Flagge gesetzt. Das ist ja richtig romantisch hier oben. Oh mein Gott. Mit der Musik. Ich werde richtig emotional. Wie bist du da raufgekommen? Ich glaube, da gehst du einfach. Dort, wo wir vorhin gestanden sind, gibt es so Treppen. Aha.
Hallo. Ah. Hey. Aber der Sonnenuntergang. Je mehr. Warte, setz dich mal hin, da spielt's die schöne Musik. Schön. Je mehr ich uns zwei in diesem Spiel sehe, desto mehr sehe ich die Resemblance zu uns. Von Miss Piggy und Kermit aus der Schatzinsel. Okay. Blöd. Wir haben nämlich letztens die Schatzinsel von den Muppets gesehen. Und ich finde, unsere Dynamik ist wirklich sehr ähnlich. Oh, ui, ui, ui. Hoi. Hallo, Miss Piggy, hallo. Oh Gott. Oh, Kermit, bist du es? Ich zartes Schweinchen. Du musst doch abstimmen. Was, wohin? Ach so. Ah, für eine Flagge. Ich bin ein bisschen langsam, Entschuldigung. Wo fangen wir denn die Quests an? Müssen wir da wieder zu... Wir sind bei unserem Schiff, glaube ich. Ah ja, Checkpoint und so. Wir müssen auf Nana warten. Hilf mir aus, hilf! Ich bin da, ihr könnt losfahren. Ja! Du bist doch noch nicht am Boot. Du bist noch... Doch. ...in der Taverne. Achso? Ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber... So, wie funktioniert das jetzt wieder? Warte, soll ich? So... Schau was auf Gold. Achso. Da ist er wieder. Und dann? Da muss ich mitschauen, da muss ich kurz mitschauen. Diebestern, genau. Ah, na, das haben wir gestern gemacht. Ist es dann Wild Rose? Ich glaube, ja, weil Diebestern haben wir gestern fertig gemacht. Okay, dann. Ohne Mist. Hättest halt einen Stream geschaut. Ich habe tauchen gewählt, nur dass es Mist. Oder gestern unser Lagerkiste bleibt einfach, gell? Ich tue die Lagerkiste zur Not einfach jetzt noch in unsere Fässer umfüllen. Dann haben wir eh alles da. Gescheit. Very smart. Servus, die Kanonenkugeln brauchen so lange einfach zum Umfüllen. Oh mein Gott. Gleich haben wir's. Das ist irgendwie so cool, dass wir neben den ganzen, was wir halt hier auf Steve machen können, einer ganzen fetten Storyline folgen können. Das macht viel Spaß. Hoffentlich finden wir heute ein paar Sachen schneller als wir gestern. Ich weiß nicht, was du meinst. Wir waren doch so schnell gestern. Aber jetzt muss ich mich auf jeden Fall dran gewöhnen, dass wir wieder zwei Stockwerke an dem Boot haben. Oh ja. So, ist da noch was drinnen? Nein, Lagerkiste ist leer. Aber lass noch da, damit wir sehen, ob es da passt. Passt. Boah, wir haben jetzt so, in dem jetzt einen Fass. Bist du deppert? So viel Zeug. Wahnsinn. Das ist echt viel. I love it. 300 fast. Michi, magst du noch abstimmen für die Fahrt? Hallo, Missionsabstimmung. Deswegen tut sie nichts. Ich bin so, warum tut sie nichts? Meine Güte, erst wie lange muss man mit dir reden, Bur? Das ist ein Wahnsinn, wie lange das dauert immer. Ha? Wieso beginnt jetzt schon die Tauchmusik? Wir sind doch. Ach so, wir fahren schon, okay. Wir haben schon längst die Segel gehisst. Guten Morgen. Wir fahren ganz schön weit. Ich bin heute wirklich ein bisschen verschlafen. Trink noch ein Dynamite. Zum Glück habe ich die Folge heute nicht fähig, aber befähigt genannt. Hallo, ich bin wieder da. Ja. Hallo.